Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalPern100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben im letzten Part einen Triathlon-Simmer gelaufen mit Franklin und das hat sich dann doch als schwerer herausgestellt, als ich dachte. Wahnsinn, ich habe Krämpfe in meinem Daumen. Ich weiß nicht mehr, alter Schwede. Vor allem, wisst ihr, ich bin ja drauf gekommen, habe ich euch ja gesagt, dadurch, dass Gronkh und Sarrazar das gemacht haben. Und da sah das so einfach aus. Vor allem Gronkh mit seinen fetten Gronkh-Wurstfingern wahrscheinlich noch. Und einfach Erster geworden und weiter und super einfach und die sind uneinholbar gewesen teilweise. Ich frage mich, was der gemacht hat. Hatte der einen Bot, der für ihn auf den X-Knopf hämmert oder was? Krass. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich muss es mir dringend beweisen. Wir fahren jetzt zum nächsten Triathlon. Ich will das nochmal machen. Diesmal versuche ich auch... Nee, ich versuche keine andere Technik. Himmelarsch war das krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzten Endes dann noch auf den zweiten Platz gebracht habe, weil die anderen keine Ausdauer mehr hatten. Das ist unser einziger Vorteil. Wir haben ja die Ausdauer auf 100 gebracht mit Franklin. Wir sind, wir können sprinten, wie wir wollen. Unsere Ausdauer wird nicht leer. Wisst ihr? Das ist unser Vorteil. Aber, hey, da die ganze Zeit sprinten und der ist so lahm. Vielleicht liegt das ja auch an Franklin. Das kann natürlich sein. Was ist, wenn wir jetzt einfach mal mit Michael? Ich will... Ach, wir können nicht zu dem wechseln. Die sind untergetaucht mit der Frau. Schade. Wechsel sind auf dem Land untergetaucht. Wechsel nicht möglich. Ach so. Ja, versteht er mich? Alter, sind die mir vorne weggelaufen? Krass. Okay, also, wir fahren jetzt einfach raus in die Hinterlande und werden mal gucken, wie wir das Ganze hier regeln, wenn wir den zweiten Triathlon machen. Vielleicht ist der ja auch ein bisschen schöner von der Strecke her. Alter, tut mir... Ich merke es immer noch. Richtige Entzündung in der Sehne wahrscheinlich wird es jetzt. Krass. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ist ja nicht weiter schlimm. Wir genießen die abendliche Atmosphäre auf der Autobahn. Das ist doch eine schöne Atmosphäre auf der Autobahn, ne? So, und hier rum. Weit haben wir es nicht, doch wir haben es noch ziemlich weit. Wir sind ja immer noch stadtintern. Der war ja da irgendwo ganz weit oben. Mal fast hinfliegen können oder mit dem Taxi fahren, ne? Wenn ich jetzt hier gleich auf dem Weg ein Taxi sehe, fahren wir den Rest des Weges mit dem Taxi. Sonst dauert das hier so lange. Wir wollen ja auch den Triathlon machen. Noch, ne? Triathlon. Mit ganz viel Triateln. Triateln. Auf zum Atem. Wer hat denn hier schon wieder Mist gemacht? Wer wird denn hier schon wieder von der Polizei verfolgt, Kinder? Das so darf das aber nicht sein, muss ich euch jetzt echt mal sagen. Jeder gibt sich hier Mühe, sich an die gesellschaftlichen Moralen und Sittenregeln zu halten und ihr lasst euch von der Polizei verfolgen. Erregung öffentlichen Ärgernisses war, glaube ich, das, was auf Franklins Akte stand. Ne? Nur wenn es bis jetzt bloß das ist bei all dem, was wir gemacht haben, können wir uns aber auch glücklich schätzen. Okay, alles klar. Wie viele Leute hier schon wieder raus in die Hinterlande wollen, obwohl Feierabend ist. Viele da draußen einfach wohnen. Und ich mach mein Auto kaputt. Na komm schon. Okay. So. So, was halt nochmal. Nur weil man da dagegen fährt, muss es aber auch einen gleich völlig dreimal in der Luft überschlagen. Warum hätte ich nicht einfach so einen Fullstop hinlegen können? Wäre ich rückwärts gefahren. Vinewood Park, Doctor. Okay, jetzt kommt auch noch schlechtes Wetter und es regnet wie die Sau. Mann, sind das Voraussetzungen für einen Triathlon. Heftig. Ich will den dann auf jeden Fall bei Tag laufen und nicht bei Nacht. Da komme ich dann wahrscheinlich an und sage mir, Sie können den hier bloß bei Tag laufen. Kommen Sie später nochmal wieder. Toll. Lasst nicht den Teufel an die Wand malen. Wir wissen es ja nicht. Wir fahren einfach und fahren und fahren und fahren und fahren und fahren und fahren. Und wir fahren und sie fuhren und hin und wieder fuhren sie dann auch mal ein Stück. Und sie konzentrierten sich auf den Weg, wo sie hinfuhren, damit es keine Unfälle gab. Es ist schon schön, auch mal bei Regen zu fahren, muss ich sagen. Kann man nicht meckern. Die Sicht wird trüb. Man sieht nicht allzu weit. Die Autos werden endlich mal wieder sauber. Und jetzt meditieren wir alle gemeinsam ein bisschen. Damit wir uns auf den bevorstehenden Triathlon bestmöglichst vorbereiten können. Der anscheinend noch 100 Milliarden Lichtjahre weit von uns entfernt ist. Witz! So. Da vorne können wir jetzt endlich schon abbiegen und von der Autobahn runterkommen. Und ich habe die Auffahrt verpasst. Ja, Mann! Da mal du! Hast du keine Handbremse, du Scheiß! Oh, du Kiste, ey! Wahnsinn!
Habe ich schon wieder irgendwas kaputt gemacht mit der Kehrtwende? Jetzt vibriert es schon wieder so komisch beim Fahren. Och, Menschen, Alter. So, und hier müssen wir jetzt weiterfahren. Weh, jetzt macht hier einer Figuckchen. So, alles schön, alles schick, alles schön. Wer bist du denn? Dealers Dollars. What? Alles Klärchen. Was wir allein schon für einen Fahrtweg auf uns nehmen, um so einen blöden Triathlon mitzufahren. Ist das nicht krass? Wenn wir den nicht gewinnen, ist das alles echt sehr ärgerlich jetzt gleich. Muss ich schon sagen. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe so ein Kribbeln in meiner Daumen-Handgelenk-Gegend, weil sich jetzt langsam wieder entspannt. Ich glaube, wenn ich es gleich versuche, wieder zu belasten, das geht absolut in die Hose. Aber naja. Ich mache das ja alles nur für euch in Wirklichkeit. Wer es noch nicht gemerkt hat, ich finde das Spiel richtig scheiße. Ich will es gar nicht spielen. Ich mache es nur für euch. Ich würde es eigentlich gerne wieder verkaufen. Und mir endlich das neue Call of Duty vorbestellen. Das neue Call of Duty. Wow, wird das toll. Ghosts heißt es. Es ist so schön. 60 FPS Multiplayer-Shooter. Yes. Richtig cool. Alles aufleveln. Immer neue Waffen freischalten. Und mich dann freuen, dass ich ein tolles Abzeichen erspielt habe. Und dann Mitglied eines tollen Clans werden, der dann schön zusammen im Team Deathmatch zusammen Macht zusammen. Und dann haben wir Call of Duty Ghost Teil 2, was sicherlich 2015 schon rauskommen wird. Ich bin total gespannt. Okay, das ist echt kein gutes Wetter für einen Triathlon hier, muss ich sagen. Ist ja auch kein anderer da. Soll ich den gegen mich alleine laufen jetzt gleich? Oder wird gleich zu schönem Wetter vorgespult? Das wäre mal schön. So sehen wir ja gar nichts. Ach, das ist hier zur Abhärtung. Wir machen das jetzt im Regen und bei Dunkelheit. Hey, name on the dotted line, please. Ist auch scheiße, hier draußen zu sitzen bei dem Wetter. Triathlon ist ein Rennen und los. Jetzt versuchen wir es nochmal. Und komm. Yay! Yes! Und sprint, 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 sprint! Alter, wo die anderen schon anfangen zu sprinten und ich bin immer noch hier einer auf. Mach immer noch einen auf lustig und lauf ins Wasser rein. Krass. Okay, wir machen es jetzt einfach ganz ruhig. Irgendwann haben die keine Puste mehr, wir haben aber unendlich davon. Das ist unser Vorteil. Nicht vergessen. Niemals vergessen, liebe Leute. Es tut mir leid, wenn ihr das X-Knopf-Gehämmer hört. Das ist leider nicht anders möglich. Wir sind schon mal Siebter. Langsam aber sicher arbeiten wir uns nach vorne. Wir werden jetzt auch hier übrigens einen neuen Rekord aufstellen, falls ihr das noch nicht wusstet. Das ist mein Ziel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und schneller, und schneller, und schneller, und schneller. Wir sind schon Sechster. Da vorne ist schon der Nächste, den ich sehe, den wir holen werden hier vor uns. Und da sind wir schon, 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 und da sind wir schon. Abdrehen. Alter, das ist schon mal eine andere Schwimmstrecke hier. Leck mich fett. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Überhole sie. Lass dich nicht von ihren Füßen so oft ins Gesicht treten. Hier vor uns ist schon der Nächste. Den können wir nur nicht überholen, weil er so fett ist. Fünfter. Den Vierten holen wir uns jetzt auch gleich noch. Komm schon. Ich muss mal kurz den Controller zum Überholen hier. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht das Drücken so extrem laut. Okay, wir sind wieder Sechster. Wir werden wieder langsamer. Konzentrieren, konzentrieren. Schneller drücken, schneller drücken, schneller drücken, schneller drücken, schneller drücken. Alter Schwede. Werden sie im Joggen dann nachher wieder überholen müssen. Die legen immer so einen krassen Start vor. Nein. Ich verliere manchmal meinen Grip an dem Analogstick. Deswegen halte ich manchmal, weil ich neu greifen muss. Das ist scheiße. Ey, ist der etwa bloß schwimmen? Wieso ist denn da hinten eine Ziellinie? Alter, Alter. Ich hau mittlerweile nicht mehr mit meinem Finger auf den Knopf, sondern ich hau meinen Controller gegen meinen Finger. Überhol sie alle. Fünfter, 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 Fünfter. Yes. Oh, es ist so krass anstrengend. Es ist so krass anstrengend. The water might look. Wieso habe ich schon wieder auf Kreis gedrückt und dann dreht der immer so hässlich ab? Ah, ich bin wieder Sechster, ich bin wieder Sechster, ich bin wieder Sechster. Ah. Mein Griff verloren. Franklin, du musst jetzt echt mal ein bisschen was zeigen hier. Komm, Franklin, komm. Und los, lass dir nur ihren Helm aufsetzen. Und ich radel euch einfach in Grund und Boden jetzt. In Grund und Boden, falls ich nicht hier mal, falls ich mal das Fahrrad unter Kontrolle kriege hier. Und wir sind Erster. Yes! Geil!
Komm schon. Yes, den holen wir. Den holen wir. Nein, nicht die Palme. Okay. Holen wir. Komm schon. Yes. Ja, wir dürfen die Autos langfahren. Wer macht denn hier Licht? Komm schon. Jetzt, das ist eine Gerade. Auf einer Geraden können wir Vorsprung ausbauen. Alter, wie krass bist du denn? Du powerst dich bloß aus. Du hast keine Energie mehr gleich. Na, bist du schon müde, hä? Bist du schon müde, hä? Du Mistkröte, du. Lauf zum nächsten Kontrollpunkt. Alter. Komm schon. Wir schaffen's. Wir sind Erster. Niemand mehr wird uns überholen. Niemand. Die sind alle fix und fertig. Die können alle nicht mehr. Das ist unser Sieg. Ich hoffe, wir kriegen dann am Schluss irgendwie einen Sportsponsor, der uns Geld einbringt jeden Monat. Das wäre mal eine Belohnung. Ihr seht, die kriechen alle bloß noch hinter uns. Keiner mehr hat da irgendeine Schnitte gegen uns. Keiner mehr. Und da ist schon das Ziel. Das Ziel. Es wartet auf uns. Endspurt! Yes! Ach, Ehre gerettet. Puh. Erster Platz. Boom. Goldmedaille. Ah. Will was saufen. Puh. Wie uns immer gleich ein Auto zur Verfügung gestellt wird, um wegzufahren. Ist ja herzallerliebst. So, liebe Leute. Triathlon Nummer 2 hinter uns gebracht. Wollen wir jetzt noch gleich den dritten machen? Wo ist denn der nächste? Hier oben sind wir. Den haben wir abgeschlossen. Wo ist denn der nächste Triathlon? Triathlon, hallo. Triathlon. Wo ist der nächste? Wieder hier? Ne, den haben wir abgeschlossen. Seht ihr irgendwo eine rennende Figur? Ich sehe keine. Das ist der, wo wir jetzt gerade teilgenommen haben. Den haben wir abgeschlossen. Wo ist denn der nächste? Ich finde gerade keinen. Liebe Leute. Okay, ist quasi ein Zeichen vom Spiel. Wir sollen es lassen. Alles klar. Dann würde ich doch sagen... Oh, es gibt ja auch keine neuen Questmarkierungen bis jetzt. Ach doch, da sind sie ja. Es gibt nur doch... Also, wie die Karte manchmal rumspinnt. Liebe Freunde, wird oder Zeitverschwendung, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt dann diese Devin-Mission hier. Und danach machen wir die Michael-Mission. Also, wir fahren mal mit dem Auto los. Setzen uns rein. Oh, habe ich einen Krampf in meinem Daumen. Oh. Das kann dann doch keiner erzählen hier. So, hier die alten Wohngegenden von Trevor. Sein wunderschönes Zuhause. Schade, dass es so dunkel ist. Sonst könnte man das hier alles in voller Pracht sehen und würden wahrscheinlich sofort herbeiwünschen, dass wir hier wohnen dürften. Ist bestimmt auch kostengünstig hier zu wohnen. Wenn auch nicht ganz sauber. Zack, Fuchs weg. Oder? Ist der ausgewichen noch? Habe ich das richtig gesehen? Kurz vor der Joshua Road hat es ein Fuchs heute geschafft, einem anfahrenden Auto auszuweichen. Er hat dafür seine Fähigkeiten des Auserwählten benutzt, die er hat, weil er sich in die Matrix einlinkte. In der Matrix gibt es noch viele, viele andere Sachen. Ein paar komische Menschen haben sie aber seit jeher missbraucht und benutzen sie nun als Fachbegriff für irgendeinen Vorgang in der Mathematik. Damit fühlen sie sich dann wesentlich toller. Wir haben keine Frontlichter mehr. Und das Auto ist schon wieder so kaputt, dass es ihr hört. Wir blockieren einfach die Straße damit und nehmen uns ein neues. Oh, da hinten steht ja eins rum. Da steht einfach ein Auto rum. Wieso steht denn da ein Auto rum? Ist ja ein Witz. Komm, rüber. Oh, das ist Polizei. Okay, mit denen sollte ich vielleicht eher nicht mucken. Hallo Polizei. Wenn ich hier jetzt nah rangehe, steigt ihr dann aus und werdet wütend oder so? Verdammt, hier kann ich mir jetzt auch nicht einfach ein neues Auto holen, wenn hier die Polizei rumsteht. Das ist natürlich doof. Da müssen wir halt mal ein bisschen aufwärts laufen. Gucken, dass wir hier irgendwo auf der anderen Straßenseite dann vorne ein Auto klauen können. Weil zu Fuß brauchen wir nicht laufen. Da sind wir noch 3, 4, 5 Parts unterwegs, wenn wir das jetzt machen. Wir sollten echt fahren. Sollten wir echt dringend machen. Denn. Na kommt mal her. Polizei ist weit weg. Jetzt muss einfach nur noch einer von euch anhalten und mir das Auto sein Auto überlassen. Hallo? Genau du hier. Du bist ein gutes Opfer. Du wirst mich doch nicht. Gib mir dein Auto jetzt.
Du hättest mich fast überfahren, du Arschloch. Bin ich so schwer zu sehen? Ich trage weiß. Alter Schwede. Okay, so. Lass mich in Ruhe oder ich überfahre dich. Meine Fresse. Genießen wir... Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt das Talkradio an. Dann redet wenigstens irgendjemand. Wir haben das Talkradio nicht. Ach, wir sind ja schon wieder draußen. Da gibt's das Talkradio nicht. Okay. Dann muss ich wieder talken. Obwohl mir jetzt gerade echt nichts einfällt, muss ich sagen. Ich bin jetzt einfach mal so absorbiert gerade ins Spiel. Ich will gar nicht reden. Ich will es einfach auf mich wirken lassen. Warum machen wir nicht einfach einen Atmo-Take? Lasst uns doch in absoluter Stille nach Los Santos zu unserer nächsten Mission fahren. Und irgendwann lasse ich dann einfach den Part ausblenden. Ja, genau so machen wir das. Ich fahre jetzt einfach still vor mich hin, so sauber wie ich kann. Und irgendwann blendet dann der Part aus. Und ihr wisst, dass es vorbei ist. Lasst es auf euch wirken. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Look the fuck out!